Hi, heute haben wir für euch 7 coole Gadgets, die jeder unbedingt haben will. Da ist eine gewöhnliche Taschenlampe, aber es hat eine ungewöhnliche Batterie drin. Um sie aufzuladen, braucht man keine speziellen Geräte, da es einen eingebauten Micro-USB-Port hat. Und es ist genügend, ein Ladegerät von Smartphone, um die Batterie aufzuladen. Ach, da bist du entkommen, der Verbrecher. In dieser Tüte ist ein komisches Ding drin, so ein gelber Schleim. Ich glaube, es ist ein Spielzeug, mit dem man spielen kann. Aber es wird dir helfen beim Laptop reinigen. Es holt leicht Schmutz und Staub raus. Du musst es nur auf die Tastatur legen und der Schleim wird von alleine aus allen Hohlräumen Staub rausholen. Damit kann man fast alle Gegenstände zu Hause putzen. In der kleinen Schachtel liegt ein kleines Smartphone. Ein sehr kleines. Kleiner als eine Streichholzschachtel. Es hat ein farbiges Display und sogar einige zusätzliche Funktionen. Ich habe keine Ahnung, wozu kauft man sowas? Als Schlüsselbund oder Smartphone für Kinder? Aber mir hat es gefallen und ich habe es bestellt, um zu sehen, was das ist. Was denkt ihr, wie kann man so ein Smartphone nützlich sein? Auf den ersten Blick, es ist eine Schutzhülle für Smartphone, aber es hat eine sehr interessante Funktion. Es ändert die Farbe von Wärme deiner Hände. Und es sieht sehr cool aus. In der Tat ist egal, was das für Wärme ist. Die Schutzhülle wird die Farbe dort wechseln, wo es erwärmt wird. Um zu experimentieren, nehmen wir einen Föhn. Dann tropfen wir ein paar Tropfen Wasser drauf und die gekühlten Teile ändern die Farbe zurück. Die Wassertropfen sehen wie die Farbe aus. Dieses Gadget wird in jeder Küche sehr nützlich sein. Im Set sind solche Tüten dabei, in die man Lebensmittel reinlegen kann. Dann tut man die Tüte in diese Öffnung. Übrigens, es heißt Vakuumgerät. Drückt die Taste und es fängt sofort die Luft aus der Tüte absaugen und erzeugt Vakuum drin. Zum Schluss schweißt das Gerät den Beutel, sodass keine Luft mehr eintritt. So können absolut alle Produkte vakuumiert werden. Sie werden viel länger frisch bleiben, weil sie keinen Kontakt mit der Luft haben, was zum Verderben von Produkten beiträgt. Aus Spaß nahmen wir ein Spielzeug von Cookie und haben es auch vakuumiert. Jetzt braucht es viel weniger Platz. Was denkt ihr, was ist das? Keine Ahnung, der Stefan weiß auch nicht. Jetzt zeige ich euch. Schalten unser Gerät ein. In der Zwischenzeit nehmen wir ein Pflanzenöl und gießen es hinein. Nur ganz wenig. Wir nehmen den Zauberstab, das mitgeliefert wurde, und verteilen das Öl an den Wänden. Wenn die grüne Lampe auf dem Gerät leuchtet, nehmen wir 2 Eier und werfen sie auch rein. Würzen es mit Salz und Pfeffer. Dann mit so einem Holzstab mischen die ganze Geschichte und lassen es in der Mitte stehen. Warten etwas und nach ein paar Minuten beginnt die wahre Magie. Die Eier kommen alleine aus dem Loch in Form einer riesigen Wurst und wir bekommen ein ausgezeichnetes Rührei auf dem Spieß. Lass mal den Chefkoch probieren. Er hat es wenigstens gelegt, dann ist es alles nicht so schlimm. Ihr könnt experimentieren und etwas Würstchen dazu schneiden. Nicht vergessen, mit dem Freund zu teilen, Tomaten schneiden, was Grünes dazu. Alles mit Eier vermischen und in unsere vertikale Pfanne gießen. Natürlich ist es komplizierter, als auf normale Pfanne zu kochen, aber es ist viel interessanter.